Wir sind in der im alten Lager, nicht in der alten Mine, nee, im alten Lager und haben Gomez getötet. Jetzt kommt der Rest dieser Schweinehunde und wir werden das komplette Lager von den Gardisten befreien. Die Schatten werden wahrscheinlich von uns weglaufen. Aber dass wir erstmal das alles schön frei machen und den guten Stone befreien. Und dann werde ich mit euch noch eine kleine Questreihe machen, bevor es dann zum Schläfer geht. Aber das seht ihr nach dem Intro. Was geht ab, meine lieben Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Gothic. Ja, meine lieben Freunde, wir sind hier, ja, sozusagen im Thronsaal von Gomez. Warum tanzt du hier? Ich brauche ein wenig, dass du tanzt, weil Gomez ist tot. So. Also, unser Held hat Gomez besiegt und kümmert sich nun um die restlichen Gardisten. Oh, immer noch viel. Ach du. Okay. Da hat jemand eine Waffe gezogen. So. Wir ziehen jetzt auch eine Waffe. Oh. Oh, hallo Cutter. Ja, dich habe ich auch umgebracht, weil du ein. Sterb einfach. Danke. Supi. So, Cutter habe ich getötet. Leichte Armbrust. Ja, der Koch, der hat Angst. Das war klar. Der hat ja nichts mehr zu lachen. So. Haben wir denn hier noch? Hier sind lauter Türen, ja, ich weiß. So, unser Held geht natürlich nach unten. Und kümmert sich jetzt um die restlichen Gardisten. Das war unnötig. Das war unnötig? Er ist hier unnötig. Ich häng fest. Weil das war. X so. Jetzt trinken wir erstmal schnell ein paar ordentliche Tränke. Damit wir uns schnell heilen. So. So. Jetzt, wo auch der tot ist, geht's hinunter zu Stone. Und Bullet wird endlich besiegt. Der olle Sack. Aber wir haben ja von Scar, haben wir die Kriegsarmbrust. Können wir mal holen. Ja, Ich habe so viele Waffen, die ich eigentlich verkaufen könnte, aber ich brauche sie nirgendwo mehr verkaufen. Weil ich das nirgendwo mehr kann. So. Grobes Schwert. Ich könnte die Armbrust gebrauchen. Ja. Wo habe ich die ganzen Waffen? Ja, die habe ich bestimmt irgendwo gefunden. Spitzhacken. Alles da. So, da ist hier die Kriegsarmbrust. So, jetzt haben wir auch die stärkste Armbrust im ganzen Spiel. Okay, der hat Angst. Der rennt schon weg. Gut. So, wo haben wir denn den guten Stone? Nö. Da ist er nicht. Nehmen wir mal. Ah, da steht er ja. Hallo Stone. Was willst du? Du siehst nicht aus wie einer von Gomez Schergen. Stimmt. Ich gehöre nicht zu Gomez. Wie bist du dann hier reingekommen? Gomez hatte den Schlüssel zum Kerker. Er hat ihn mir überlassen. Du willst doch nicht andeuten, dass du Gomez aus dem Weg geräumt hast. Doch, will ich. Junge,
Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Freut mich aber, dass dieser dreckige Halsabschneider endlich das bekommen hat, was er verdient. Aber warum hast du mich befreit? Ich habe gehört, dass du im Kerker bist und habe die Gelegenheit genutzt, um Gomez ruhig zu stellen und dich zu befreien. Hab Dank. Ich stehe in deiner Schuld. Triff mich in der Schmiede. Dort reden wir weiter. Das ist schön. Wir sehen uns. Ja, ich lass dich ja vorbei. Wir sehen uns auch schön. So, Stone geht in seine Schmiede. Hier unten geht's, ja. Da ist noch ein Gitter, da könnte man auch noch durchgucken. Nicht gehen, sondern durchgucken. So, unser Held geht nun wieder nach oben, um die restlichen Gardisten, die hier noch rumkreuchen und fleuchen, zu besiegen. Denn mit seiner Waffe macht er jeden fertig, weil sie Feuerschaden macht. Und deswegen werde ich jetzt sämtliche Gardisten, die nicht vor mir flüchten, war klar, der greift mich nämlich an. Brauchst du nicht angreifen, Taurus. Sterb einfach. So. Jetzt haben wir die erledigt. Jetzt könnte jeder Einzelne könnte jetzt hier durchgehen. Bolzen, leichte Arm. Wir haben nur eine leichte Armbrust. Okay. Trotzdem, die Armbrust haben trotzdem. Selbst Taurus hatte nur eine leichte Armbrust. Aber die braucht er ja nun nicht mehr. Jetzt nehmen wir jetzt mal alles mit. So. Aber die armen Feuermagier. Da werde ich mich jetzt erstmal mit Taurus. Lehre der Götter. Mana. Genau, die kann ich mir gut mitnehmen, die Tränke. Was haben wir denn hier noch? Trank der Schnelligkeit, Trank der nochmal Geschwindigkeit. Sonst hat er nichts Besonderes. Nö. Nö, der hat auch nichts Besonderes. Der hat noch eigentlich. Hier liegt nämlich auch noch ein. Amulett der Eichenhaut. Nö. Hier noch ein Magier. Mal gucken. Nö, jetzt nur lauter Ton. Also wir haben wieder genug einige Tränke gefunden. Rabenrächer, das ist Ravens Waffe. Rabenrecht. Hallo. Ich wusste, dass du mich noch angreifen willst. So. Jetzt brauchst du mich nicht mehr angreifen. So. Jetzt sind wir erstmal ungestört und können in Ruhe mit. Na? Skip. Ich könnte ein paar Sachen. Ich könnte. Hey, cool. Aber der hat kein Erz. Richtig? Richtig, der hat kein Erz. Der Troll. Aber er hat mich nicht angegriffen, also werde ich dich nicht töten. Da bist du ja. Da du mich aus diesem Rattenloch befreit hast, hast du was gut bei mir. Mann, ich habe mir überlegt. Da es nicht viel gibt, was ich dir geben kann, werde ich dir etwas schmieden. Könnte ein Ring sein oder etwas Vergleichbares. Ich könnte einen Ring gebrauchen, der meine Lebenskraft stellt. Ich will einen Schutzring geschmiedet haben. Schmiede mir einen Gegenstand, der meine magische Energie vermehrt. Erstmal, warum ist er überhaupt im Kerker gelandet? Warum hat man dich in den Kerker geworfen? Gomez! Der Bastard hat mir unterstellt, dass ich gemeinsame Sache mit den Feuermagiern machen würde. Nur weil ich der beste Schmied im alten Lager bin, konnte ich meinen Kopf retten. Er hat mich in dieses Rattenloch werfen lassen und immer nur dann rausgelassen, wenn er meine Fähigkeiten gebraucht hat. Aber du könntest meine Erzrüstung verstärken. Kannst du mir diese Erzrüstung verstärken? Natürlich kann ich sie verstärken. Gib sie mir und warte kurz. Das wäre echt, ja. Deswegen sollte man immer Stone
aus dem alten Lager im Kerker retten, weil man kriegt die verstärkte Erzrüstung und dann hat man noch mehr Schutz. Hier ist die verstärkte Rüstung. Damit habe ich meine Schuld beglichen. Dankeschön. Wir sehen uns. Warum hat der Held die nicht wieder angezogen? Oh, das ist das Einzige, was mich nervt. So, wir haben jetzt die verstärkte Erzrüstung. Sie hat 100 Schutz vor Waffen, 30 Schutz vor Feind, 45 Schutz vor Feuer und vor Magie, 15. Ja, da kann man mal sehen, was man so alles sieht und findet. So. Jetzt hängt die da. Da hängt nur eine Erzrüstung. So. Ups, den Gardisten habe ich ja gar nicht auf. Ich habe sämtliche Gardisten, glaube ich, hier noch nicht ausgenommen. Ja, alle, die hier noch draußen rumliegen, habe ich noch nicht. Zack. Hab ja noch keine Zeit dazu gehabt, weil die mich ja alle dauerhaft angegriffen haben. So. Dann müsste ich eigentlich den da hinten noch nehmen. So. Genau, den nehme ich noch mit. Zack. So. So. Dann wollen wir mal gucken, ob ich das Türchen da hinten aufkriege. Das große Haupttor. Wäre ganz cool. Ich weiß, dass ihr alle Angst vor mir habt. Also, dass die keine Angst vor mir haben. So. Hier sind nur Truhen und Betten. Die Winde, mal gucken, ob die funktioniert. Ich wollte keine Magie benutzen. Danke. So, nehmen wir noch einen Trunk. So, mal gucken, ob die Wände funktionieren. Natürlich nicht. War ja so klar. Dann müssen wir es anders machen. Müssen wir anders über die Holzpalisade. Wir gehen nämlich einmal zack. Super. Da oben ist noch ein. Noch ein Gardist. Ich wusste, dass er mich angreift. So. Kollege. Das war's mit deinem Leben. So. Und nun können wir gepflegt da hochgehen. Ich könnte jetzt das ganze Lager auseinandernehmen, aber was soll ich damit? Bringt mir auch nichts. So. Waffe ziehen. Waffe hoch. Oh, Fletcher. Na, Kollege? Hm? Wo seid ihr denn alle hin? Okay. Ja. Du hättest mich angegriffen vorhin. Da sind aber ein paar geflüchtet. Da waren mehr. Da waren ganz viel mehr. Aber gut. Wenn da keiner mehr ist, der selber schuld. So. Jetzt, da unser Held wieder raus ist, begibt er sich zu dem kleinen Außenposten, wo Kavalorn ist. Und da war ja ein Gardist, mit dem er noch handeln konnte. Und er wollte sich einmal bei Kavalorn ausruhen, bevor er sich auch Verkundungstour macht hinten beim Sumpflager ist noch ein Turm, bei dem er sich noch einmal umgucken möchte. Und deswegen kann ich von dir lernen. Wenn du genug Erz hast, zeige ich dir den Umgang mit der Armbrust. Gib mir einfach 200 Erz. Gerne. Einverstanden. Zeig mir den Umgang mit der Armbrust. Gut. Fangen wir direkt an. Fasse die Armbrust am Schaft an, um ruhig zielen zu können. Drücke sie an deine Schulter. In den ersten paar Tagen wirst du ein Gefühl haben, als ob dir die Schulter abfällt. Aber schon nach einer Woche hast du eine Schulter wie aus Stein. Visier dein Ziel an und zieh durch. Der Bolzen bekommt mehr Kraft als ein Pfeil durch einen gespannten Bogen. Von daher richtest du mehr Schaden an. Cool.
zeige mir mehr über den Umgang mit der Armbrust. Kostet dich 300 Erz. 300 Erz und 20 Lernpunkte, haben wir die überhaupt? Lass uns direkt anfangen. Ich kann dir nichts beibringen, du hast nicht genug Erfahrung. Schade, schade. Das wäre ganz cool. Zeig mir deine Ware. Ich habe dir gerade Erz gegeben. Kollege. Ich habe denen gerade wirklich Erz gegeben, das wisst ihr ja wohl. Ilta. Grimmstahl. Nee, das ist nicht besser als meins. Aber, ich hätte gern das Erz wieder. Das hätte ich gern ein bisschen verkauft. Ich wollte ein bisschen bei dir kaufen. Verkaufen. Aber du hast nichts. Schade. Schade, schade. So. Warum haben wir, wie viel? 5 Lernpunkte fehlen mir. Und gewaltige Erfahrung. Oh, super. Na gut. Da ich ja sowieso in dem Spiel kaum mit Bogen oder so umgegangen bin, weil ich das für unnötig empfand. In dem Spiel finde ich das immer am unnötigsten. So. Nachdem unser Held sich ausgeruht hatte, machte er sich auf den Weg. Geschwind. Also die Tränke. Ja? Machte er sich geschwind auf den Weg. Richtung Turm, den er letztens gesehen hat. Auf der Suche nach Feuerwaran oder auf der Suche nach den Fokussteinen ist er ihm auch begegnet, diesem Turm. Und da wollte er noch einmal reingucken, damit er weiß, was sich dort noch befindet. Vielleicht ist da noch etwas Wichtiges. Wer weiß, wer weiß. Aber wir gucken mal. So. Unser Held rennt dorthin mit voller Geschwindigkeit. Denn der Schläfer soll auch nicht warten. Hey, hallo Scavenger. Ich wusste gar nicht, dass du wieder lebst. Und nebenbei wollte der Held alles weitere an Monster beseitigen, die ihm so begegnen. Hallo Blutfliege. Sit. Nebenbei so. Was man so so ein bisschen Spooky. Ist hier noch ein bisschen weiter. Ist da noch ein Ork und zack. Ork und da hat er noch ein bisschen. Gibt's keinen One-Hit. Aber das ist ein Wolf. Ah, der, aber. So. Monorad. So. Nun geht unser Held direkt zum Turm, der hier steht, der zwar schon abgebrannt ist, aber er wollte trotzdem mal hineingucken, was sich dort drinnen befindet. Und tatsächlich, es geht hier hinunter. Voilà. Und hier gibt es erstmal Fettskelette. Hallo. Ich bin hier. So. So. Kümmert sich um die Skelette, die sich hier drin befinden. Und die haben alle gute Verteidigung gerade, merke ich. So. Danach, es ging immer tiefer hinein. Und dort drinnen fand der Held immer mehr tote Krieger. Und er muss erstmal gucken in diesem Irrgarten, wo er denn hin muss. Wo es hier überhaupt hingeht.
Das sieht hin. Ja. Der tote Krieger. Totes Skelettkrieger. Ja, so. Ey, komm mich zu treten. So, da ist eine Sackgasse. Geht unser Held hier weiter runter. Ah ja, auch eine Sackgasse. Gut, dann muss er hier lang. Und bewegt sich hier. So, auch eine Sackgasse. Ich glaube, das war ein Oval. Ja. Da kommst du wieder zu dem hin. Wir nahmen noch die Tränke mit, die bei dem. Oh, Röschnaps. Röschnaps auch gefunden. Eine Fackel. Wir gingen weiter hinunter. Und hörte dort wieder. Er hörte sie schon wieder, die Skelette. Um die Skelette. Holla. Und er denkte sich, ja, der Skelettmagier beschwört mich um die Skelette. So. So, mal gucken, ob das hier schneller geht. Zack, ausweichen. Ja. Ich bin fast, ich bin am Ende. Ja, ich bin am Ende. Ich bin am Ende des mir eben durch hier. Diese Rüstung ist der Burner. Mit so vielen Skeletten kann ich mich vor nicht anlegen. Hör auf, mich anzugreifen. Oh, jetzt bist du hier alleine. Hör mich nicht. Sterben. Dankeschön. So. Der Held nahm das Buch, was der Skelettmagier hatte, und liest es. Gromanin, der gewählt ist, allen irdischen Lastern zu entsagen und auf dem Pfad der Rechtschaffenheit soll wissen, wo die Quelle meiner Macht verborgen liegt, auf dass er es nutzen möge, die Ketten dieser Welt zu sprengen und sich als würdig zu erweisen, Krumanin zu empfangen. Der Weise verschafft sich Großnubel, bevor er sich der nächsten Aufgabe widmet. Große Übersicht, meine lieben Freunde, bevor unser Held dieses Rätsel löst, trinke noch ein paar Tränke, wovon er eh sowieso genug hat. Nimmt doch einen Trank der Eile und begibt sich ja, raus aus dieser Ruine. Ups, bin ich falsch abgebogen. Muss erst hier hoch und dann nach links oder rechts. Wäre scheißegal gewesen. So. Immer schön nach oben. So. Voilà. So. So. Unser Held begibt sich nach oben und soll sich weite Übersicht verschaffen. Die weite Übersicht kann er sich nur denken, dass es oben im alten Kastell ist. Das ist der höchste Punkt hier in der Kolonie und deswegen begibt er sich dorthin und guckt, ob er da oben irgendwo. Snapper kriegt er auch noch Nummer 2 Schlägen kaputt. Ich dachte, okay, das Schwert ist doch nicht ganz so übermächtig. Dachte man ja, alles hier one-hitten. Ich habe nie mit Orizel alle sämtliche Mobs versucht zu töten. So. Unser Held begibt sich hoch zum alten Kastell. Denn dort ist der höchste Übersicht und da sagt er ja, der Weisheit, genau, Weisheit hat,
holt sich erstmal die große Übersicht, bevor er irgendwas tut, was er tut. So. Also geht unser Held hoch, um zu gucken, um sich große, weite Übersicht zu holen über die Kolonie. Um sich Chromanin zu, ja, zu besorgen. So. Held rennt nach oben. Und will dieses kleine Rätsel aus diesem Buch lösen. Weil das war das Einzige, was er da so gefunden hatte. Und deswegen wird sich der Held damit schnell beschäftigen. Und dann wird er sich um den Schläfer kümmern. So. Gehen wir hier eben so. Zack. So, jetzt sind wir im alten Kastell und wo kann man sich am besten Überblick verschaffen, wenn nicht? Ja, ich glaube, Rennen ist nicht ganz komfortabel. Ey, du! Das. Ja, da komme ich so, glaube ich, gar nicht hoch, ne? Ja. Mann, ich will da nicht ständig runterfallen. Mann, danke schön. So, ich muss da hoch. So. Dann muss ich hier hoch. Dann, muss ich hier hoch und dann muss ich hier hoch und hier ist ein altes Buch. Der Held guckte sich auch dieses. Oh, Chromanin 2. Ich habe das Buch gefunden. Getragen von den Gezeiten haben Chromanins Visionen der Zukunft mir die Augen geöffnet. Kein Preis ist hoch genug, den Glauben daran wieder aufzugeben. Viel zu stark ist es mich, hat es mich bewegt. Was geteilt wird, was geteilt wird wieder vereint, wenn auch nur kurz massiv voneinander getrennt. Unser Held hat ein weiteres Rätsel bekommen. Etwas, was geteilt wird, wird aber wieder vereint. Hallo. Danke, steh auf. So. Was geteilt wird, wird wieder getrennt. Es ist geteilt und wird wieder vereint. Was könnte das sein? Es ist geteilt und wird wieder vereint. Wir waren ja hier oben, um uns Übersicht zu holen. Das Einzige, was geteilt wird und wieder vereint wird, könnte ein Fluss sein. Da fällt mir nur ein Fluss ein. Und zwar den unser Held am Anfang überquert hat. Da sind wir nämlich gerade vorbeigelaufen. Das ist das Einzige, was getrennt ist und doch vereint wird. Später. Also getrennt wird und dann wieder vereint wird, weil
Es gibt jetzt eine kleine Insel in der Mitte des Flusses. Also wird das Wasser kurze Zeit getrennt und wieder vereint. Das ist das Einzige, was eigentlich getrennt wird. Holla, wo renn ich denn jetzt? Was ist das denn gewesen? Hallo? Und schon wieder. Zack. Was ist das? Ja. So. Aber in dem Teil dieses Rätsels werden wir in der nächsten Folge lösen. Und bis dahin sage ich tschüdle, haut rein, ich bin ein Nerz. Jetzt kommt die Endcard und bis dann! So, da sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich tierisch darüber freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Und aktiviert die Glocke. Dann könnt ihr nichts mehr verpassen, denn ihr werdet immer benachrichtigt, wenn ein Video von mir online kommt. Und ja, empfehlt mich weiter, teilt das Video. Und bis dahin sage ich tschüdle, haut rein, ich bin euer Nerz und bis dann.